Gut, vielen Dank. Ja, das wird ein schöner Vortrag. Wer war das? Simon & Garfunkel. Simon & Garfunkel hat, glaube ich, auch schon vor drei Leuten gespielt. Irgendwie so. Also, das kann passieren. Geht drüber. Was will ich erzählen? Dieter, ich freue mich, dass du dabei bist. Insbesondere, ich will euch was erzählen zum Standard-Darmtest-Modell. Und beim Standard-Darmtest-Modell, das ist eine Entwicklung hier aus Kiel. Der Hintergrund ist, wie kriegt man die DSGVO in die Praxis? Das soll mein Thema sein. Das habe ich mir auf die Agenda geschrieben. Wir müssen mal ganz kurz gucken, was die DSG verlangt eigentlich von einem. Dann zeige ich euch mal ganz kurz den SDM-Würfel. Was versteht man unter einer Verarbeitungstätigkeit? Was ist eine Verarbeitung? Was meint ein Datenschutzrisiko? Gewährleistungsziele? Und am Ende, wie man Datenschutzfolgen prüft. Also man könnte das Ganze für ein langweiliges Thema halten. Ich halte das für ein sehr spannendes Thema. Was sind die Eigenschaften vom SDM? Es ist eine Methode zur Gestaltung, Prüfung und Beratung von Verarbeitung. Es geht also nicht um den Schutz personenbezogener Daten, sondern es geht darum, Verarbeitung zu gestalten von Organisationen. Es transformiert normative Anforderungen in funktionale technische Anforderungen. Also etwas soll sein, etwas soll nicht sein, sagt die DSGVO. Und was heißt jetzt für eine Technik, wo es ums Funktionieren geht und nicht funktionieren? Das hier ist ja relativ weich. Etwas soll sein und hier, ja, hier, es soll vertraulich sein, sagt die Juristin. Und der Techniker sagt, ja, funktioniert die Verschlüsselung? Wie passt das beides zusammen? Das macht das SDM. Diese Verbindung herzustellen, sodass, wenn die Juristin sagt, das Datum kann gelöscht werden, das ist nicht mehr erforderlich, hat sie alles gesagt, was sie sagen kann als Juristin. Mehr kann sie nicht. Ist nicht mehr erforderlich, löschen. Dann ist sie raus, kann nach Hause gehen. Für uns Techniker fangen dann die Probleme an, weil Löschen ein sehr komplexer Prozess ist. Die normativen Anforderungen an Technik werden über die Gestaltung von Verarbeitung werden über 7 Gewährleistungsziele isoliert. Nee, was machst du? Was ist los? Bitte, mach das in würdiger Form. Es gibt keinen Grund. Okay, gut. So. Das heißt, das SDM sagt, man muss 7 Ziele erreichen, damit die Verarbeitungstätigkeiten datenschutzkonform sind. Das Ganze ist in der DSGVO veranlagt, so, ja. Und die Methodik aber des SDM ist nach BSI-Grundschutz. Alle, die das Standard-Datenschutz-Modell machen, also wie man Datenschutz real macht, die Pioniere zumindest kommen aus dem IT-Grundschutz raus. Ja, und dann gibt es bestimmte Bausteine, mit denen man die Risiken bearbeitet. Und das Ganze ist, ich habe jetzt gerade die Maschine hier nicht ans WLAN gehängt. Komm herein. Das SDM ist auf der Webseite in Mecklenburg-Vorpommern bei den Kollegen runterzuziehen. Das heißt, da ist die Publikation, das Standard-Datenschutz-Modell, wie man Datenschutz prüft und berät. Das SDM ist von der Konferenz der Datenschutzbeauftragten verabschiedet worden. Das heißt, alle Datenschutzaufsichtsbehörden der Bundesrepublik Deutschland sagen, wenn es um praktischen Datenschutz geht, soll das mit den Mitteln des Standard-Datenschutz-Modells gemacht werden. Der IT-Planungsrat hat auch sich für das Standard-Datenschutz-Modell ausgesprochen. Der IT-Planungsrat versucht ja, die IT zwischen Bundesebene und Länderebene, da ist eine Gewaltenteilung, und den Kommunen aufeinander abzustimmen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass sie sich zum SDM bekannt haben. Das heißt unter anderem, dass jede Kommune, die Datenschutz macht, zum Beispiel, das mit SDM machen sollte. Das sagt auch das BSI in CON 2. Im Grundschutzkompendium ist das SDM empfohlen und die beiden großen christlichen Kirchen, auch die empfehlen den Einsatz des Standard-Datenschutz-Modells. Sie nennen es dort das Kirchendatenschutzmodell. Ja. Welches Problem soll Datenschutz wirksam lösen? Wenn man Juristinnen und Juristen fragt, sag mir, was ist Datenschutz? Das habe ich gemacht, als ich angefangen habe im Datenschutz. Da war die Antwort, guck ins Datenschutzrecht rein. Guck ins damals Bundesdatenschutzgesetz rein, guck ins Landesdatenschutzgesetz rein, dann weißt du, was Datenschutz ist. Das ist eine Scheißantwort. Weil so das Recht erklärt, also im bürgerlichen Gesetzbuch steht ja nicht drin, was Diebstahl ist. Und man weiß, was Diebstahl ist, und dann wird das geregelt. Man muss also eine Ahnung davon haben, was es im Datenschutz geht. Wenn man die Techniker fragt, und das wurde ich gefragt bei meiner Einstellung, wissen Sie, was asymmetrische Verschlüsselung ist? Sagte ich, ja, ich kenne PGP. Ich hatte mich da schon früh drüber gekümmert, aber was hat sozusagen Ahnung über das PGP mit Datenschutz zu tun? Erstmal nichts. Ja, also ich gerade die NSA wird hervorragende Kryptologen beschäftigt, aber das hat mit Datenschutz natürlich überhaupt nichts zu tun, was die machen. Und die dritte Antwort ist, Datenschutz ist irgendwie so ein Privatvergnügen.
Also dann sei doch nicht bei Facebook, wenn ihr deine, und dann benutzt doch Linux, wenn ihr deine, wenn ihr dein Datenschutz wichtig ist. Nee, das ist keine Antwort. Das hat auch mit Datenschutz auch erstmal nichts zu tun. Erstmal glaube ich auch nicht, dass Open Source an sich herein schon nur die Möglichkeit zur Transparenz schon wirklich ein Sicherheitsfeature ist. Glaube ich nicht mehr dran. Habe ich mir auch selber gern erzählt vor 20 Jahren, das glaube ich aber nicht. Die NSA und so wird selbstverständlich schön in den Sourcen rumwühlen und ihre eigenen Treiber schreiben. Okay, also und diese Konzepte wie Individualität, Selbstbestimmung und Privatautonomie, alles das, was im Datenschutz eine Rolle spielt, das sind Sachen, die sind Massenphänomen. Also ich muss individuell sein, ich muss originell sein, ich muss witzig sein, ich muss intelligent sein. Das muss ich. Das, was ich gerade als meine Eigenart nehme, sozusagen ein einsamer Wolf, der durch die Städte zieht, ist ein Massenphänomen. So, das heißt, man kann auch privat irgendwie auf seinen Datenschutz gar nicht verzichten, weil Datenschutz mit Privatheit eigentlich nichts zu tun hat. Dann die zentrale Regel der DSGVO. Was, waren Sie eben auch dabei bei der KI-Geschichte? Was Geschichte? Bei der KI. Ich hatte eben schon was erzählt Nee, zur KI. leider nicht. Okay, Leider aber ich frage Sie, nicht. was ist die zentrale Regelung der DSGVO? Grundsätzlich dürfen Daten nicht erhoben werden. Ja, aber ziemlich nah dran. Also die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Organisationen erst einmal verboten. Und da habe ich die Analogie gebracht, dass das auch in der Firewall-Regel, die oberste Regel ist Deny All, alles die gesamte Verarbeitung ist verboten. Also davon geht man erstmal aus in der DSGVO. Und dann ja, braucht man Rechtsgrundlagen und dann, das steht in Artikel 6, was man da alles braucht, bevor eine Organisation tatsächlich personenbezogene Daten verarbeiten darf. So, Angreifer im Datenschutz und IT-Sicherheit geht auch auseinander. Die IT-Sicherheit sagt, jede Person ist ein Angreifer. Wir Datenschützer sagen, jede Organisation ist ein Angreifer. So, das heißt immer, es sind die Organisationen immer zu beargwöhnen. So, auch das ist im Datenschutz sozusagen gesetzt. Dann EU-Grundrechtecharta. Als der Datenschutz nach Europa ging, dachte ich mir, das wird ein Race to the Bottom. Datenschutz wird jetzt geschliffen. Das war aber nicht so. Die wichtigen Verankerungen des Datenschutzes im grundrechtlichen Verankerung, die sind alle komplett rübergerechnet worden. Und das ist besser als das Grundgesetz, was in der EU-Grundrechtecharta drin steht. Deswegen muss man als Datenschützerin und als Grundrechtlerin und als Demokrat und als Rechtsstaatler muss man eigentlich also glühender Europa-Fan sein, weil ich gehe jetzt da nicht ins Detail drauf rein, weil ich zum STM kommen will. Aber diese Anfangen brauchen wir noch. Also jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betroffenen personenbezogenen Daten. Das ist nicht ganz so, was, um was es eigentlich geht, aber steht in der Grundrechtecharta drin von 2010. Die Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, dieses, was ich eben gerade gesagt habe, steht auch in der Grundrechtecharta drin und Datenschutzkontrolle. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht hier. So, und das steht da drin, da kommt man nicht mehr rüber. Und die DSGVO ist in dem Grundrechtecharta verankert. Das kriegt man also nicht weg, rausgequatscht. Das haben viele Datenschutzjuristen, die natürlich alle keine Datenschützer sind. Das haben die alles probiert, aber geht nicht. Dann müsste man die Grundrechtecharta ändern und die kann man nicht so ändern. Das sind lauter Themen, mit denen wir als ITler zu tun hatten, auch in den letzten 20 Jahren. Safety, Security, Information Security, Personal Security, Privacy. Und um was wir uns kümmern müssen, ist Data Protection da unten. Das andere ist nicht das, was wir berät. Das haben wir früher mitgemacht, weil sich niemand darum gekümmert hat. Das machen wir aber nicht mehr. Weil wir viel zu wenig Geld kriegen, viel zu wenig Ressourcen zugestanden bekommen, uns dauernd rechtfertigen müssen und die IT-Sicherheit und IT-Security-Leute richtig schöne, fette Abteilungen haben, die verdienen richtig viel Geld, die sind sehr mächtig in den Organisationen in den letzten 15 Jahren geworden. Deswegen alles wegbeißen, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Ressourcen. Was ist Datenschutz? Und jetzt würde ich normalerweise, wenn wir Zeit hatten und mehr Leute wären, würde ich Sie jetzt fragen, sagen Sie mir, ja, nach Ausschussprinzip, um was geht es nicht? So, das heißt Safety, das ist dann einfach Schutz vor Ausfällen und so und auch Feuerschutz und so kümmern wir uns nicht. IT-Security kümmern wir uns auch nicht. Das machen die IT-Security-Spezialisten. Informationssicherheit, das geht noch ein bisschen über IT-Sicherheit ja hinaus. Auch Gebäudeschutz kümmern wir uns auch nicht drum. Personal Security, den Selbstschutz von Personen vor zielgerichteten böswilligen Angriffen durch Hacker, interessiert uns auch nicht. Privacy interessiert uns auch nicht oder sagen wir relativ wenig. Um was wir uns professionell kümmern, ist Data Protection, das heißt also, gilt dem Schutz von Betroffenen vornehmlich vor Übergriffen durch auch eine ordnungsgemäß agierende Organisation mit Schutzvorkehrungen auf Seiten der Organisation. Organisationen sollen Schutzvorkehrungen betreiben gegen die Interessen der Organisation, für die Interessen der Kundinnen und Kunden und Bürgerinnen und Bürgern und was wir da so weiter haben. Das heißt, Organisationen haben kein Interesse an Datenschutz. Und deswegen haben Datenschutzbeauftragte einen Lieblingswitz, den ich seit 20 Jahren in meinen Vorträgen mitschleppe. Datenschützer, die keinen Ärger haben und keinen Ärger machen, machen ihren Job nicht.
Und wenn dann Datenschutz, es gibt viele, die sagen, oh, wieso, man kann doch kooperativ irgendwie arbeiten und so weiter, hier kommt kein Datenschutz bei raus. Ich kenne keinen kooperativen Datenschützer, der nicht Ärger macht. Ich kenne keine Organisation, die gerne Geld ausgibt für Datenschutz. Gibt es einfach nicht, ist unrealistisch. So, hier noch einmal, dass es darum geht, es geht nicht um den Schutz von Daten, sondern um Schutz von Personen. Und zwar bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, nicht für personenbezogene Daten. Es geht um die Verarbeitung. Das heißt, Datenschützer gestalten Geschäftsprozesse und nicht nur, ja, die natürlich personenbezogene Daten enthalten, aber wir gestalten Geschäftsprozesse. Die Geschäftsprozesse greifen in die Grundrechte ein, nicht die Daten an sich. Das ist auch so eine Geschichte. Das muss man auch gleich sagen. Was sind Grundrechte? Frage ich Sie, sagen Sie mir, was sind Grundrechte? Haben Sie eine Idee? Ich könnte das nicht direkt definieren. Nein, probieren Sie es doch mal. Probieren Sie mal. Ihr Feeling zu Grundrechte. Noch steht es da nicht. Ja, wenn's, Sie wollen es gut machen. Ich habe noch ein paar Folien, deswegen kann ich jetzt nicht so lange warten. Ja. Nee, Sie kriegen es nicht hin. Aber können Sie, sagen Sie doch noch ein Fragment, ein Wort. Schleudern Sie mir ein Wort an den Kopf. Grundrechte? Unveräußerlich? Das ist schon mal super. Unveräußerlich ist schon mal gut. Die da, hast du noch eine Idee? Deine Begleiterin? Grundrechte? Ja, Grundrechte, das Abwehrrecht. Und das gilt es zu verstehen. Weil das ist, und aus diesen Vorträgen nimmt man praktisch nichts mehr. Sie verhallen einfach so, verpuffen so. Aber das wäre sehr schön, wenn Sie das zumindest mitnehmen oder die da das mitnehmen. Grundrechte sind Abwehrrechte, das ist jetzt die kleine Interpretation, die der Staat den Bürgerinnen und Bürgern gibt, um sich gegen den Staat zu wehren. Ja, das muss man erstmal kapieren. Man braucht einen starken Staat, der das durchsetzen kann, dass sich die Bürger so verhalten können, um sich gegen einen übergriffigen Staat zu wehren. Im Datenschutzverständnis ist das etwas allgemeiner gefasst. Grundrechte sind Abwehrrechte, die Personen gegenüber Organisationen, also auch Kundinnen und Kunden gegenüber dem Unternehmen oder auch Gefangene und Gefangene gegenüber einer Gefängnisleitung, Patientinnen und Patienten gegenüber einem Krankenhaus zuzustehen sind, weil sie sind keine Opfer. Sie haben mit Würde, sie müssen also Objekte sein, sie können Nein sagen, ja? Auch wenn es so, sie können auch unvernünftig sein. Also Grundrechte sind erstmal Abwehrrechte von Personen gegen Organisation und Datenschutz ist der Wächter von der ganzen Geschichte. Ist das nur ein leeres Versprechen oder ist das Fakt? So, und da habe ich jetzt ein paar Folien, das mache ich aber nicht. Noch, weil ich zum Standarddatenschutzmodell noch kommen will, aber man muss das verstehen, sonst versteht man auch das SDM nicht. Was ist jetzt die Anwendung der DSGVO? Ich hatte Ihnen gesagt, es geht immer um das Verhältnis Organisation, Person und in der Artikel 3 sagt Niederlassung eines Verantwortlichen und dessen Verarbeitung. Das ist der Gegenstandsbereich des Datenschutzes und wo Datenschutz keine Rolle spielt, das nennt sich dann unter anderem Familienprivileg, aber im Verhältnis zwischen unmittelbaren Menschen. Weil wir haben zwischen uns keine Machtasymmetrie, wir sind im Prinzip auf Augenhöhe. So, es gibt, im Moment darf ich etwas mehr reden, das gibt die Struktur so her, aber grundsätzlich haben wir hier alle irgendwie, sind wir mit 15%, wir sind 6, nee, 5, mit 20% sollte jeder hier reden, fairerweise. Nur die Struktur ist halt etwas anders jetzt gerade strukturiert. Auf jeden Fall, wir haben keine Machtasymmetrie. So, und Datenschutz ist nur dazu da, diese Machtasymmetrie unter Bedingungen zu stellen. Was ist eine Verarbeitung? Da sagt die DSGVO, diese 14 Subprozesse sind in jeder Verarbeitung zu betrachten. Das bedeutet, egal was man macht an Prozessen, Personalverwaltung, Kundenverwaltung, alles was man, KI, alles was man, Business Intelligence, alles was man benutzt, muss, wenn man das beschreiben muss, und das verlangt die DSGVO, mit diesen 14 Prozessen erfassen. Wo kommen die Daten her? Sie werden erhoben, sie werden erfasst, also wird Struktur beigebracht. Sie werden geordnet, sie werden persistiert. Dann wird sie irgendwie genutzt, sie werden auch eventuell übermittelt und am Ende müssen sie auch irgendwie gelöscht werden oder archiviert werden auf jeden Fall. Das ist ein Lebenszyklus dahinter. Das bedeutet also, dass die DSGVO verlangt, dass man die gesamten Subprozesse eines Geschäftsprozesses, dass man den im Griff hat, dass man das nachweisen kann. Und das ist das eine, also Artikel 4 Nummer 2 sagt, was ist eine Verarbeitung und der 5 sagt, wonach es zu machen, nach den Grundsätzen. Das muss transparent sein, muss zweckgebunden sein, es muss integer sein, es muss vertraulichkeitsgesichert sein, es muss zweckgemäß sein und datenminimierend und das verlangt dann, Trennungsgebote müssen durchgesetzt werden können, also nicht alles in eine schöne Datenbank rein und zieht man alles wieder raus, je nach Zweck, sondern eigene Datenbestände für eigene Zwecke, für eigene Verarbeitungstätigkeiten.
Das war das Vorspiel in etwa einer Viertelstunde. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen Zeit. Wie hilft einem jetzt das SDM, diesen ganzen Anforderungen, die ich natürlich super komprimiert habe, wie hilft einem das SDM, das jetzt auch wirklich so umzusetzen? Wir haben eine Modellierung von Verarbeitung, das zeige ich jetzt gleich, eine Modellierung von was sind Datenschutzrisiken und wir haben Referenzschutzmaßnahmen. Das macht Grundschutz auch so. Die IT-Sicherheit macht es auch so. Vertraulichkeit, was ist hier die wichtigste Schutzmaßnahme, um Vertraulichkeit durchzusetzen in Verarbeitung? Frage ich Sie jetzt einfach mal. Womit schützen Sie die Vertraulichkeit von Daten und auch von Kommunikationsverbindungen? Was ist so Wir die... gehen davon aus, dass es schon keine vermiedenen Daten sind, sondern die... Ja, unhintergedacht, trivialst. Was ist die wichtigste Königsmaßnahme, um Vertraulichkeit sicherzustellen? Löschen. Nein, das Löschen ist Löschen für Löschen, um zu löschen. Nee, vertraulich. Ja, für Löschen, natürlich. Klar, kannst du, hat auch einen Vertraulichkeitsaspekt. Aber wir haben noch eine super Maßnahme, mit der wir Vertraulichkeit, also Schutz vor unbefugtem Zugriff, womit wir das sicherstellen. Mit welcher Maßnahme? Ganz abstrakt. Wie? Verschlüsselung. Mit Verschlüsselung. Integrität, was machen wir? Machen wir mit Integrität? Wie schützen wir die Integrität? Wie stellen wir fest, ja, es ist der richtige Server und ja, es ist der richtige User, der behauptet zu sein? Wie machen wir das? Richtig, mit Authentifizierungsmechanismen. Und das, natürlich machen wir es im Datenschutz genauso. Wir haben jetzt noch Transparenz, Intervenierbarkeit und Nichtverkettung, die ganze Zweckbindung. Das heißt, zum Arsenal, was wir aus der IT-Sicherheit kennen, kommen noch ein paar Sachen dazu. So, wir brauchen also eine Modellierung für Verarbeitung, wir brauchen eine Modellierung von Risiken und wir brauchen Referenzschutzmaßnahmen. Das zeige ich Ihnen. Ja, das liste ich jetzt mir nur kurz auf. Dazu sage ich jetzt nicht viel, weil ich gleich zu der Verarbeitung kommen will. Ich hatte schon gesagt, in der 4.2, Artikel 4 Nummer 2, sind 14, das sehen Sie hier ganz links das sind die in der DSGVO aufgelistet sind, alle Subprozesse hier. Und wir haben gesagt, dass es ausreicht im Rahmen des Arbeitskreises Technik, der Datenschutzbeauftragten der Bundesrepublik Deutschland, dass man bei komplexeren Verfahren von großen Unternehmen man 9 verschiedene Subprozesse vom Sammeln von Daten, von Aufbereiten, Aufbewahren, Bearbeiten, Benutzen, Bereitstellen, Zusammenführen, Einschränken und Beseitigen, dass man das untersuchen muss, dass man das gestalten muss. Bei relativ trivialen Prozessen und bei nicht Hochrisikogeschäftsprozessen kann auch 4 reichen. Also es gilt zu dokumentieren, wie man die Daten sammelt, wie man sie bereithält, wie man sie nutzt und wie man sie wieder beseitigt. Also weil auch eine Bäckerei hat personenbezogene Daten, eine Schlachterei hat personenbezogene Daten. Da steht die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlich nicht im Vordergrund. Aber es ist nicht so, dass da keine passieren. Auch da muss ein bisschen DSGVO gemacht werden. Deswegen da die dritte Säule, da muss man dazu ein bisschen was. Und ich denke, das geht mit normalem Menschenverstand. Da braucht man keinen teuren Rechtsanwalt, keine Rechtsanwältin dazu. Das ist das eine. Ja, da eine Komplexitätsreduktion durch das Modell vom Artikel 4.2 der DSGVO. Jetzt 3-Ebenen-Unterstellung. Das ist Trivialzeug für jeden Informatiker, der ein OSI-7-Schichtmodell kennt. Hier sind es nur 3. Wir haben oben die Fachlichkeit als Prozess. Ja, das ist eine normale Prozessbeschreibung, wie man das mit ARIS modellieren würde, wie man das, oder hier in Schleswig-Holstein hat man ja früher gerne Picture genommen, so richtig durchgesetzt hat es sich ja nicht. Dann auf der Ebene 2, Implementation des allgemeinen Geschäftsprozesses auf realen Applikationen, realen Maschinen und eine Sachbearbeitung. Und auf der dritten Ebene haben wir Infrastruktur, Rechenzentrum, Betrieb, Cloud. Das heißt, diese 3 Sachen hat man heutzutage, mit denen hat man immer zu tun, wenn man eine Verarbeitung beschreiben muss. DSGVO-konform, dann muss man diese 3 Ebenen auf jeden Fall berücksichtigen, sonst ist das immer unvollständig. So, und das hatte ich Ihnen schon ganz am Anfang gezeigt. Das Tolle am Standard-Datenschutzmodell ist, dass es über diese 3 Achsen, über diese, naja, Spinne, Netz, jede Verarbeitung geknackt kriegt analytisch. Das heißt, wir haben immer Verfügbarkeitsaspekte, was wird dafür getan, um Verfahren verfügbar zu halten? Was wird für die Vertraulichkeit getan? Was wird für die Transparenz getan? Für die Integrität, Intervenierbarkeit und Nichtverkettbarkeit. Ich mache jetzt nichts anderes. Seit 15 Jahren bin täglich, mehrfach, kriege ich ein ganz neues Verfahren, nie was von vorgehört, wird von mir aber erwartet, dass ich dazu was sagen kann. Und ich dekliniere immer durch. So, was ist dafür, was ist dafür? Und das Besondere an diesem Modell ist, dass es diese Abwägungsprozesse, die ein Jurist macht, nämlich an den Achsen zwischen Verfügbarkeit und Vertraulichkeit, eine Abwägung herzustellen. Was braucht man, wie viel, bei einem bestimmten Verfahren, wie viel Vertraulichkeit, wie viel gesicherte Verfügbarkeit brauche ich und wie viel Vertraulichkeit brauche ich? Und da, so kann ich meinen, wenn als Techniker, wenn ich auf der technischen Seite argumentiere, kann ich meinen Juristen jetzt bestimmte Fragen dieser Art stellen, weil ich das im Kopf habe. Und darauf können die antworten.
Und wenn man richtig gut ist, und im Datenschutz gibt es zunehmend auch gute Juristen, dann haben die das auch im Kopf. Wir können es auch von dazu bewegen. Also wenn es zum Beispiel um Löschen geht, eines meiner Lieblingsbeispiele, Löschen als Aspekt der Intervenierbarkeit, sozusagen, soll weg, soll, das soll, ja, kann ich jetzt fragen, muss das Medium weg? Reicht ein Wipen? Also reicht ein normales Delete? Nee, reicht nicht. Schon mal gar nicht bei Hochrisiko. Reicht ein Wipen? SSDs kriegt man nicht leicht gewiped. SSDs zu löschen ist sehr schwierig. Das heißt, in diesem Falle würde ich dann sagen, so auf eine Rückfrage, wie riskant ist die ganze Geschichte, sagen, ja, SSDs vernichten. Das heißt, auseinandersägen und zerpressen, und Forensiker kommen immer noch ran, möglicherweise, aber für in einem zivilen Zusammenhang reicht es, es ist ausreichend, Restrisiko bleibt. Und anders als in IT-Sicherheit, es bleibt immer Restrisiko. Aber der Betrieb ist rechtlich verantwortbar, sagt die Juristin. So, und diese Fragen, wir haben ganz viele von diesen Fragen, ich kann Dutzende an Fragen auf diese Art, durch diese Heuristik schöpfen, wo ich ganz bestimmte Antworten brauche. Kann man also zusammen im Team mit Juristen, die man ein bisschen trainieren muss, wirklich zu guten Antworten kommen. Dann kann auch kein Datenschutzjurist mal sagen, nee, geht alles irgendwie gar nicht, Vertraulichkeit oder irgendwie sowas. Also ein ganz schlimmes Gebaren, auch bei vielen Datenschutzern, die können ganze Organisationen lahmlegen, haben aber auch keine Ahnung, weil die diesen Abwägungsprozess gar nicht können. Aber wir haben nicht irgendwas abzuwägen, sondern wir haben das abzuwägen. So, hier kommt jetzt eine Beschreibung, was mit diesen Gewährleistungszielen gemeint ist. Verfügbarkeit, Integrität, das möchte ich jetzt nicht vorlesen, das ist sehr anstrengend. Wir wollen eigentlich alle Feierabend haben. Aber das SDR macht es dann, ja, dass man eine Vorstellung von, was heißt transparent, ja, Prüfbarkeit herstellen. Ich muss prüfen können. Microsoft Office kann ich nicht prüfen. Ich weiß nicht, was darüber geht. Und ob das Telemetriedaten ist, weiß kein Mensch. Und wir haben im Datenschutz einige Spezialisten in Baden-Württemberg, in Niedersachsen, beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Die haben sich das Ding wirklich sehr hart angeguckt, zusammen mit dem BSI. Und man weiß immer noch nicht so richtig, was da durchgeht. Office 365 ist nicht DSGVO einsetzbar. Punkt. Und wenn es noch so viele Rechtsanwälte, aber bei uns geht es irgendwie unter diesen Maßstäben, heisert gerade wieder so was angeboten. Es ist einfach, es geht nicht, es ist Unsinn. Wenn man es trotzdem einsetzt, ja, eigenes Risiko, aber es ist nicht DSGVO-konform, kann man nicht zaubern. So, und jetzt haben wir zu jedem von diesen Gewährleistungszielen haben wir Standardmaßnahmen. Verfügbarkeit macht man mit Backup, Reparaturverträgen mit IT-Dienstleistern und so weiter. Möchte ich jetzt auch nicht vorlesen, ist wieder anstrengend. So, das ist natürlich auch das, was die IT-Sicherheit kennt, ist kein Unterschied. Nur, unser Schutzobjekt sind ja nicht Geschäftsprozesse, sondern die davon betroffenen Personen. Das heißt, auch Verschlüsselung und Pseudonymisierung, Anonymisierung immer aus der Perspektive nicht der Haftungsrisiken der Unternehmen, sondern der Grundrechtsrisiken der Person. Ganz anderes Schutzobjekt. Und deswegen gibt es viel Konflikte, gerade mit der IT-Sicherheit, gerade in den letzten 15 Jahren. Das müssen die IT-Sicherheitsleute immer noch lernen. Sie glauben ja immer noch, dass sie das auch noch mit Abwurfstücken können. Nee, können sie nicht. Sie haben ein anderes Schutzobjekt. Auch wenn die Maßnahmen sehr ähnlich sind. So, was sind jetzt die Datenschutzrisiken? Ja, also die Risiken sind immer, also jede Verarbeitung personenbezogener Daten erzeugt Risiken für Personen. Ja, es ist nicht Hacking. Die Verarbeitung an sich der Daten ist das Risiko. Da ganz, ja, und das Risiko, wie operationalisiert man das? Über die Grundsätze aus Artikel 5. Was sind jetzt die Typen, die es zu unterscheiden gilt beim Risiko? Und das muss man machen, wenn man eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss. Das ist nicht irgendwas schreiben und irgendein Gebrabbel und da denkt man sich irgendwas bei aus und holt das irgendwie aus einer Risiko-ISO irgendwie her mit Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Nein, sondern das Risiko ist ganz spezifisch im Datenschutz. Nämlich, dass die Organisation zu stark in meine Rechte als Kunde eingreift, als Unternehmen jetzt. Das ist das Risiko. Und das ist eine rechtliche Abwägung. Da muss man im gesamten Team muss man das Risiko, weil das ist nicht Mathematik. Muss man das Risiko sozusagen gemeinsam erarbeiten. Das zweite ist, dass man nicht genügend Maßnahmen genommen hat. Man hat die Grundsätze aus Artikel 5 überhaupt nicht verstanden, dass man die umsetzen muss. So, sondern man hat so ein bisschen VPN, hat da irgendwie einen Schlüsselaustausch, alles ganz, und denkt, man hat jetzt Datenschutz gemacht. Gar nicht, man hat einen Furz gemacht. Für Datenschutz ist gar nichts gemacht worden. Ja, sondern man hat ein bisschen IT-Sicherheit gemacht im eigenen Interesse. Facebook gibt ganz tolle Regeln raus, wie man sichere Passworte macht. Ja, natürlich. Weil auch Facebook will, dass man auf die Daten nicht unbefugt zugreifen kann und dass nur Facebook die Daten hat. Ist doch klar. Also, Risikotyp B ist, man hat nicht alle Maßnahmen gemacht. Risikotyp C ist, man hat auch nichts für IT-Sicherheit gemacht. Ist auch klar. Man kriegt natürlich auch keinen Datenschutz, rechtskonformen Betrieb hin, wenn die IT-Sicherheit nicht stimmt. Das ist auch, aber es sind auch im Konflikt, und das ist im Risikotyp D, wird das deutlich, dass die Schutzmaßnahmen der IT-Sicherheit nicht DSGVO-konform sind. Und das ist ein Riesenproblem geworden in den letzten 10 Jahren.
weil immer noch so die Vorstellung auch bei vielen Datenschützerinnen und Datenschützern ist, wenn ich was für die IT-Sicherheit mache, dann fällt der Datenschutz hier dabei raus. Nein, das ist falsch. Ganz viel Daten-IT-Sicherheit verstößt gegen die DSGVO. Also wir müssen auch die Maßnahmen der Informationssicherheit müssen wir auch datenschutzgerecht ausgestalten. Auch dabei hilft das SDM. Und was das Schöne ist, diese vier Risikotypen sind abgestimmt mit dem BSI. Das ist wortgleich sowohl im Standard-Datenschutzmodell der Datenschutzbeauftragtenkonferenz als auch des BSIs. Nicht bei der ISO, keine Ahnung, was die ISO macht. Die machen ja auch Industrieinteressen. Das ist ja auch, ja, und kein Datenschutz. So, und was sind jetzt die eigentlichen Risiken? Die Risiken sind, dass die Grundsätze aus Artikel 5 nicht bedient werden. Es ist intransparent, es ist nicht integer, für die Vertraulichkeit ist nichts getan, für die Zweckbindung ist nichts getan, es ist nicht, für die Intervention ist nichts getan. Als Betroffener, wenn ich irgendwo einwillige, genauso leicht, wenn man die Einwilligung erteilen kann, genauso leicht muss das der Entzug der Einwilligung umgesetzt werden, zum Beispiel. Dafür ist, ja, das sind die Risiken. Ich einwillige und weiß jetzt nicht, wie ich meine Einwilligung zurücknehmen kann, obwohl das von der DSGVO genauso leicht möglich sein muss, ist so festgeschrieben. Nicht, also die Nicht-Intervenierbarkeit, dass man gar nicht eingreifen kann, dass man Opfer sozusagen der ganzen Mechanismen wird. So, das sind die Risiken, nicht irgendwelche Risiken. Das sind die Risiken aus der DSGVO. Wir brauchen also im Datenschutz überhaupt keine Fantasie. Die IT-Sicherheitsleute brauchen ganz viel Fantasie. Wenn ein Rohr durch den IT-Rahmen läuft, da könnte Wasser rauskommen, da müssen wir uns überlegen. Und sind wir hier eigentlich gewitterfest? Also es braucht einfach Weltfantasie, im Datenschutz nicht. Ich gucke in die DSGVO rein. Die DSGVO gibt mir alle Kriterien vor, die ich beachten muss. Und das ist der Würfel, das ist die neueste Entwicklung. Da ist komplett die gesamte Modellierung einer Verarbeitung sozusagen in einer Grafik abgedeckt worden. Wir haben nach hinten in der Z-Achse, da haben wir die ganzen Grundsätze drin, als Schutzziele reformuliert. Wir haben in der X-Achse, haben wir die verschiedenen Phasen, vom Erstellen der Daten bis ganz rechts zum Beseitigen, bis zum Löschen. Und wir haben die drei Ebenen, oben den allgemeinen Geschäftsprozess, der muss legitim sein, dann die Implementation auf Sachbearbeitungs- und Applikationsebene und ganz unten haben wir Rechenzentrum oder Infrastruktur oder Cloud. So, das heißt, auf diese Art und Weise kriegt man jedes Datenschutzrisiko zumindest zu fassen. Also man kann abschichten, benutzen gar keine Cloud, wir machen alles. Oder wir machen On-Promise und dann ganz, ganz klein. Also man kann daran abschichten. Man wird die Risiken nicht mehr los an dieser Stelle, kann aber abschichten und sagen, darauf konzentrieren wir uns. Zum Beispiel als Organisation muss man die Infrastrukturebene in der Regel ja nur einmal. Man hat nur einen Router oder vielleicht zwei Router. Man hat eine Datenbank. So, das heißt, auf der Infrastrukturebene muss man das einmal betrachten, muss dann gucken, wie das passt und hat dann nur auf der zweiten Schicht und dritten Schicht, na, ich kann das jetzt hier so nicht gut zeigen, muss man das nur runter. Ich weiß nicht, habe ich noch eine Grafik? Habe ich leider nicht. Ich habe normalerweise noch eine Grafik dafür. Man kommt dann zu einer modularen Bearbeitung der verschiedenen Schichten. So, und auch das wird durch diese Würfeldarstellung jetzt eigentlich auch unterstützt. Es wird SDM-Tools geben. Ich glaube, ich habe am Ende noch ein bisschen was dazu. Im letzten Jahr haben wir uns 12 SDM-Tools angeguckt, die vorgeben, nach SDM zu arbeiten. Und viele davon sind sehr schlecht, einige sind sehr gut. Und seitdem der Würfel raus ist, man kann ja jedes einzelne Risiko referenzieren. So, können Sie sich vorstellen, jeder Subwürfel ist ja einzeln referenzierbar. Ja, und dann kannst du tatsächlich das auflisten. Das macht man noch am Anfang mit Excel oder man macht es mittlerweile mit guten Tools und kann dann dazu sagen, das ist das Risiko und so ist die Maßnahme zur Bearbeitung dieses Risikos. Das war sozusagen der Durchbruch, deswegen sage ich der Durchbruch für die guten SDM-Tools, die jetzt im letzten Jahr und jetzt, nee, die gerade jetzt in diesem Jahr entstanden sind. Ich gucke mir demnächst wieder ein gutes Programm an. Das sind jetzt Bausteine, wo einem geholfen wird, nämlich aufbewahren, Verfügbarkeit, Transparenz planen, spezifizieren, dokumentieren, protokollieren, trennen, Zugriff regeln, löschen, berichtigen und einschränken. Das, was man hier, ich hoffe, auch auf dem Bildschirm noch fett sehen kann, dafür gibt es Bausteine. Wenn man mit diesen Problemen zu tun hat, wenn man da als Architekt von einem Geschäftsprozess oder als Datenschutzbeauftragter oder jemand, der eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen soll, wenn man da Know-how braucht, dann holt man sich diese Bausteine und guckt sich halt an, was aus Datenschutzsicht beim Protokollieren zu beachten ist oder beim Löschen und Vernichten zu beachten ist. Also, und diese Bausteine sind auch schon, der letzte Baustein ist von 2021, wir haben im Moment wenige Bausteine, wir sind auch wenig Leute. So, das ist ganz grob umrissen, wie das Modell tickt und was es leistet. Jetzt gehen wir noch ein kleines bisschen ins Detail, ich habe noch ungefähr eine Viertelstunde. Was heißt Datenschutz prüfen? Als ich mit dem Datenschutz anfing, vor 24, 25 Jahren, hatte ich erwartet, dass man mir sowas, was ich hier zeige, einen Entscheidungsbaum, dass man den sagt, Martin, so geht prüfen. Gab es nicht. Jeder hat sich seinen eigenen Kram irgendwie so zusammengereimt und ich habe da ziemlich drunter gelitten, weil ich habe erwartet, Start Datenschutzprüfung, besteht ein Personenbezug? Nein, raus, Ende der Datenschutzprüfung. Ja, dann die nächste Frage. Und
Und weil es das nicht gab, also es wird auch nicht ganz angezeigt, sehe ich gerade, schade, habe ich dann einen CT-Artikel 2015 daraus gemacht. Das ist ein bisschen vor DSGVO noch gewesen. Deswegen ist da eine Sache mehr drin. Aber, also, gibt es die Rechtsgrundlage oder nicht? Ohne Rechtsgrundlage, wenn es keine Rechtsgrundlage hast, dicht. Tschüss, Verarbeitung ist nicht rechtskonform. Dicht machen den Laden. Und dann, nein, es gibt keine Rechtsgrundlage. Und dann gibt es verschiedene Reaktionen darauf. Eine Sanktion, Projektplan, eine Nachprüfung. Und das ist ein kleines bisschen ein Deming-Zyklus. Ne? Also eine kontinuierliche Verbesserung da drin. So. Und wenn mir als Prüfer, jetzt argumentiere ich mal als Prüfer, eine Organisation nicht kooperativ kommt, sondern dieser ganze Datum, was ist ein Bürokratismus, was soll der ganze, dann empfehle ich meiner Leitung, die muss das entscheiden, wie wir damit umgehen. Da bin ich ganz gerne, super gerne bei Sanktionen und jagen ohne Ende. Dann Blut. Wenn eine Organisation, was die Regel ist, kooperativ mit guten, also passable Gründe vorbringt, warum sie noch irgendwie noch nicht so weit sind, dann gibt es eben den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung, dann wird eine Rechtsgrundlage geguckt, dann wird geguckt, Technik, dann wird budgetiert und im nächsten Jahr übrigens rein. Ja, das ist also die Form, wie man mit der Rechtsgrundlage umgeht. Privat ist die Rechtsgrundlage nicht das große Problem. Verträge, Einwilligung, Arbeitsverträge im öffentlichen Bereich, ja, da muss ein Gesetz gebaut werden, damit man im öffentlichen Bereich was machen kann. So, jetzt sind wir mal dabei, Rechtsgrundlage gibt es. Und dann wurde eine Schwerwertanalyse und eine Datenfolgenabschätzung durchgeführt. Seit 2018 haben wir das. Es muss jede Organisation, wir haben das 5 Jahre her, jede Organisation muss sofort für all ihre personenbezogenen Verfahren eine DSFA vorlegen können. Wenn nicht, sofort Ärger. Es gibt keine, die DSFA ist ja nicht seit Mai 2018, seit 2016. Mai 2016 ist sie ja gültig. Da muss ja schon was gemacht. Die hatten ja 2 Jahre Übergangszeit, dass man 2018 im Mai dann auch eine DSFA hat. Die Organisationen haben keine DSFAs draußen. Das ist nach wie vor eher selten. So, da muss man eine Schwerwertanalyse, muss vorgelegt werden, das Mindeste, eine Abschätzung, also ob man mit einem normalen oder hohen Risiko zu tun hat. Und dann kommen wir zum Geltungsbereich des Standarddatenschutzmodells. Wenn die ganzen rechtlichen Fragen durch sind, wir nehmen mal an, eine Schwerwertanalyse ist gemacht worden, dann ist die erste Frage des Standarddatenschutzmodells, ist die Datenverarbeitung praktisch prüffähig? Kann ich das prüfen? So Riesenmoloche wie SAP kann ich nicht prüfen. Das ist schon wieder... aber andere Sachen kann ich prüfen. Wenn die sagen, prüfen, anhand von welchen, ich frage Sie, Sie sind mein Opfer, es tut mir leid, Dieter, mag ich jetzt nicht so fragen, und da ist die Regie, obwohl ich die Regie kompetent fragen könnte, frage ich jetzt Sie, was sind jetzt die Instrumente, mit denen man prüft? Das ist absolut normaler Menschenverstand. Womit prüft man? Was ist eine Prüfgrundlage? Von IT-Systemen, von Software, von Architektur. Wenn Sie programmieren, Was hat Ihr Informatikprof oder wie auch immer Ihnen als oder Ihr Ausbilder als erster beigebracht? Oberstes Prinzip beim Programmieren. Sie programmieren nicht. Doch, aber ich stehe auf dem Schlauch. Zu dokumentieren, was man da gemacht hat. Also ganz, also so viel Kommentar für eine Zeile. Nein, Dokumentation. Prüffähigkeit heißt, ist es Dokumentation. Das heißt, wenn man Microsoft von Office 65 ist Dokumentation. Kriegt man auch. Man kriegt 1000 Seiten dicht geschissen von ich habe vergessen, wie das Center da heißt. Das ist auch alles publiziert. Nur die Fragen werden nicht beantwortet, die man da eigentlich als Datenschützer jetzt stellt. Man hat ja nicht irgendwelche Fragen, sondern aus Artikel 5 abgeleitet. Für Vertraulichkeit, Authentizität, Zweckbindung, Trennung und so weiter. Also, Datenverarbeitung prüffähig. Was ich auch als Prüfer damals bekommen, so vom Grundschutz, 3000 Seiten hier auf den Tisch geknallt, und jetzt hast du wohl keine Fragen mehr, Herr Rost, oder? Doch, ich habe noch ganz viele Fragen, weil diese Fragen mir dort nicht beantwortet werden. Im Übrigen kann ich 3000 Seiten nicht durchscannen, das ist ein Denial of Service Attack auf meine Aufmerksamkeit. Ich beanspruche durchschnittliche Intelligenz und damit habe ich keine Chance, das zu machen. Das sind auch nicht meine Fragen, die beantwortet werden. IT-Grundschutz ist was ganz anderes als Datenschutz. Also Dokumentation, Spezifikation und Protokollierung. Wenn das nicht vorliegt, kann ich nicht prüfen. Also ist dann zum Beispiel Sanktion, Projektplan, Nachprüfung ist nicht prüffähig. Ist ein gültiges Urteil. Und das macht das SDMA auch klar. So, jetzt nehmen wir mal an, Prüffähigkeit ist gegeben. So, und jetzt kommt man eigentlich erst wirklich ins Eingemachte. Ist die Implementation der Funktion der Schutzmaßnahmen risikoadäquat? Jetzt wird es eigentlich erst spannend. Da kommt man, wenn man es wirklich scharf sieht, ganz, ganz selten hin. Viele Aufsichtsbehörden, viele Datenschutzbeauftragten können sich es auch leicht machen, weil sie bis dahin gar nicht kommen. Weil da so viel wegzuräumen ist, bis man eigentlich zu diesen eigentlichen Fragen erst kommt. Wie das bei der Protokollierung am Router eigentlich auch. Wo liegen die Protokolldaten? Wieso liegen die auf dem Router? Die müssen auf den dedizierten Protokollserver. Wer kommt auf den Protokollserver ran? Der Admin kommt selber auf den Protokollserver ran. Das kann doch nicht wahr sein. Und solche Fragen würde man dann stellen. Und wenn das dann ordentlich gemacht ist, Ende der Datenschutzprüfung. So, wir haben
Jetzt ist das ein bisschen das Sollmodell. Ich gehe jetzt noch mal, ich werde das noch mal ein kleines bisschen abstrakt. Wir haben also ganz links jetzt die Normen. Gesetze, Verordnung, Verträge, Policies, alles das, was ich in der Organisation halten muss. Das haben wir jetzt runtertransformiert, letztlich in Referenzschutzmaßnahmen. Das hat das SDM gemacht und hat gesagt, ja, wir brauchen bei Vertraulichkeit Verschlüsselung, was wenig überraschend ist. Das ist also runtergebrochen eigentlich bis auf eine Checkliste, was man haben will in der Praxis. Man kann ja nicht jedes Mal wieder rechtlich da rumsinieren, sondern man will Check, Check, Check machen. Ich meine, immerhin fliegen auch große Flugzeuge so mit Check, Check, Check. Und wir haben auf der anderen Seite rechts den Ist-Zustand. Ja, da möchte man Technik, da muss man viele Eigenschaften aufnehmen einer Organisation, man muss Organisationseigenschaften aufnehmen. Dann haben wir jede Menge Schutzfunktionen und wir haben auch reale Schutzmaßnahmen. Ja, und jetzt kann man sich ja vorstellen, zwischen Soll-Ist, das ist Prüfen. Prüfen heißt Soll-Ist-Vergleich. Kann man tatsächlich die linke Seite, das sind die Referenzschutzmaßnahmen, die das SDM vorgibt, und rechts dem, was wir in einer Prüfung real in unserer Organisation feststellen, können wir also ganz leicht eine Gap-Analyse machen und können sagen, rot, 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 grün, grün, orange, rot, rot, rot. So, so sieht Prüfung aus. Und Datenschutzbeauftragte, die das nicht machen, prüfen nicht. Datenschutzfolgenabschätzung. Das kann man jetzt nicht erkennen, muss man auch nicht. Der Artikel 35 der DSGVO sagt, wie eine Datenschutzfolgenabschätzung, wann sie durchzuführen ist und wie sie durchzuführen ist. So, bei hohem Risiko. Man braucht also eine Strategie als Organisation, wie man ein hohes Risiko vorstellt. Zeige ich gleich nochmal. Dann gibt es dazu eine Muss-Liste der Aufsichtsbehörden. Da steht drin, wann ein Verfahren hohes Risiko aus. Gucken wir uns gleich kurz an. Die taugt aber nicht viel. Man muss ein bisschen anders machen. Wenn Menschen bewertet werden, wenn Menschen profiled werden, wenn es KI-Entscheidungen gibt, wenn es eine Videoüberwachung gibt, sagt der 35, dann muss man auf jeden Fall, da muss man gar nicht abwägen, dann muss man eine Datenschutzfolgenabschätzung machen, steht in der 35 so drin. Und bei besonders schutzwürdigen Daten, das sind Artikel 9 Daten, das sind zum Beispiel medizinische Daten, religiöse, Weltanschauungsdaten, politische Daten aus dem Sexualleben, aus der Klassiker oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Immer wenn man mit diesen Daten zu tun hat, sagt Artikel 9, dann sagt er nicht, das sind besonders sensible Daten. Artikel 9 sagt, diese Verarbeitung ist verboten. Die dürfen nicht verarbeitet werden. Tatsächlich, in der Praxis wird das aber so interpretiert, nee, das sind Hochrisikodaten, wenn die vorkommen. Und zum Beispiel bei einer Personalverwaltung kommt, um die Religionssteuer, wie heißt die, Kirchensteuer abgeben zu können, stehen Religionsdaten drin. Es gab Zeiten, wo es in Deutschland völlig harmlos war, Moslem zu sein, aber seit 10, 15 Jahren ist es nicht mehr völlig harmlos. Oder Jude zu sein, nicht mehr völlig harmlos in Deutschland. Das wird auf einmal wieder zum riskanten, deswegen steht es auch zu Recht da drin. Also, Personalverwaltung heißt DSFA machen. Bestandteile einer DSFA sind Beschreibung der Verarbeitung. Ich habe Ihnen das in den Würfel gezeigt. Bitte in der Auflösung des Würfels. Beschreibung der Schutzmaßnahmen anhand des Würfels. Und ja, da steht noch ein bisschen mehr drin. So, gut. So, viel überrascht. Der Datenschutzbeauftragte macht das gar nicht. Der ist dafür gar nicht zuständig. Das ist nicht der Datenschutzbeauftragte. Der soll nämlich sehen, ob die DSFA taugt. Wer macht denn eine DSFA? Stefan, wer macht denn eine DSFA? Regie. Wer macht die DSFA? Das macht ein Projekt. Das macht jemand, der von Projekten Ahnung hat. Der einfach sehen kann, wenn Projekte abrauschen. So eine DSFA. Ja, das ist jedenfalls nicht der DSB. Die DSB. So, nun ja, die Neuner-Daten, uninteressant. Was ich Ihnen jetzt noch mit an die Hand geben möchte, ist, wie man zu der Entscheidung kommt, ob eine Verarbeitung ein hohes Risiko hat, dann muss man eine DSFA machen oder normales Risiko. Kein Risiko gibt es im Datenschutz nicht. Die Verarbeitung von Personenbezogenen erzeugt für die Betroffenen immer Risiken. Also, ja, anders als eine IT-Sicherheit, gibt es nicht. Also diese beiden, normales Risiko und hohes Risiko. Und wir brauchen also ein Kalkül, wie man zu hohem Risiko kommt. Das ist hier im Working Package 248 der Artikel 29-Gruppe. Das gilt unverändert fort. Wenn zwei von diesen Kriterien zutreffen, die können wir uns nochmal angucken, dann haben wir ein hohes Risiko. Das heißt, wenn Menschen bewertet oder eingestuft werden, das werden sie zum Beispiel in der Personalverwaltung mal wieder. Automatisierte Entscheidungsfindung, also wenn Vollautomaten über uns entscheiden. Systematische Überwachung, auch das ist Personaldatenverwaltung, auch typisch. Vertrauliche, höchstpersönliche Daten, medizinische Daten von Mitarbeitern. Ich nehme mich mal als ein Beispiel, weil viele immer so völlig überrascht sind, dass die Personalverarbeitungssysteme, dass man dafür eine DSFA machen muss. Ja, natürlich muss man das. Datenverarbeitung im großen Umfang, ja. Typische, das ist praktisch in jedem Verfahren der öffentlichen Verwaltung der Fall, sind Massendaten. Abgleichen und Zusammenführen von verschiedenen Datensätzen. Auch das, hohes Risiko behaftet, weil nämlich der Zweck durchbrochen wird. Die sind immer einzeln unabhängig voneinander erhoben worden. Jetzt werden sie gemerged und erzeugen ganz neue Risiken, an die man vorher gar nicht gedacht hat, als man sie zweckbestimmt verarbeitet hatte. Datenschutzbedürftigen betroffen, Menschen, die sich nicht wehren können. Alte, Kinder, Behinderte, Asylsuchende.
Innovative Nutzung oder Anwendung von neuen technologischen, organisatorischen Lösungen, also Technik, die nicht ausprobiert wurde. Auch das geht mit hohem, bedeutet hohes Risiko für betroffene Personen und so weiter. Das heißt, innerhalb von 10 Minuten kann man für jede Verarbeitungstätigkeit, die eine Organisation hat, entscheiden, normales oder hohes Risiko, wenn hohes Risiko, der Datenschutzfolgeabschätzung nach Artikel 35. Deswegen gibt es überhaupt kein Vertun mehr, wenn man als Prüfer in eine Organisation reinkommt und man fragt, wie sieht es mit den DSFAs, wenn da nichts gemacht wurde. Ja, dann, nee, oder wenn da irgendein alberner Quatsch vorgelegt wird, was auch so Fake-Kram, was auch sehr typisch ist. Weil das ist machbar. Das ist in 10 Minuten machbar, mit ein bisschen Übung. Wenn man weiß, was man tut. So, nochmal, die Datenschutzkriterien sind das. Das Risiko der Nichtverfügbarkeit, der Nichtintegrität, der Nichtvertraulichkeit der Daten aus Sicht der Betroffenen. Datenschutzmanagement, ich habe noch ein ganz paar Minuten. Nochmal, auch das Datenschutzmanagement ist keine Aufgabe des Datenschutzbeauftragten. Das ist, wessen Aufgabe ist das? Wie organisiert man in einer Organisation den Datenschutz? Was macht man dafür, damit Datenschutz durchgesetzt wird, nicht nur kontrolliert wird? Der DSB macht ja nur Controlling. Was macht man in einer Organisation dann? Bitte. Man macht Prozesse dafür, aber man hat vor allen Dingen eine Abteilung. Man richtet dafür eine Abteilung an. So wie man für IT-Sicherheit zur Durchsetzung eine IT-Sicherheitsabteilung hat, nicht nur einen Beauftragten, sondern hat man eine eigene Abteilung, die das durchsetzt. Jetzt muss man auch eine Datenschutzmanagement, eine Datenschutzabteilung einsetzen. Wenn man das nicht hat, macht man keinen Datenschutz. Ich weiß, ist auch ein Problem. Gucken wir nur an. Es wird alles abgewälzt, billig, auf den DSB typischerweise. Guckt man sich aber Artikel 39 an, DSGVO, was sind eigentlich seine Aufgaben? Dann sieht man, er soll unterrichten und beraten. Überwachen. Überwachen heißt anschlagen, bellen, wie die Gänse in Rom. Die da, oder bellen, wie ein Wachhund. Der DSB ist ein Wachhund. Wuh, 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 da, wuh, 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 hier, Gefahr im Verzug, das war's. Nach meinem Urteil ist das und das geht es so nicht. Das war, reicht. Damit hat man als DSB seine Aufgabe erfüllt. Er soll die Strategien des Verarbeiters, die soll er mit überwachen. Ob es überhaupt so etwas wie eine Datenschutzstrategie gibt. Sensibilisierung und Schulung. Beratung. Auch nur auf Anfrage bei der Datenschutzfolgenabschätzung. Das heißt, Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, das heißt sehr zurückgenommenes Profil. Zu BDSG-Zeiten war das noch etwas strenger, war da mehr. Jetzt bei der DSGVO total weichgespült. Das hat den Deutschen auch nicht gut geschmeckt im europäischen Konzert. Nur die anderen EU-Staaten hatten, ich weiß nicht, ich glaube mit Ausnahme von Spanien, ich weiß es jetzt nicht genau. Und ich weiß auch nicht, wie es in Frankreich war. Aber die kannten gar nicht betriebliche Datenschutzbeauftragte oder behördliche Datenschutzbeauftragte. Das hatten die gar nicht, das Instrument. Das musste erstmal nach Europa reingetragen werden. Und da mussten die Deutschen ein bisschen nachlassen von ihren eigentlich relativ starken betrieblichen Datenschutzbeauftragten und öffentlichen Datenschutzbeauftragten. Und deswegen ist ja sowas relativ weichgespültes bei rausgekommen. Jedenfalls, der oder die Datenschutzbeauftragte setzt Datenschutz nicht durch. Schlägt, bellt nur. Also wer macht das denn dann? Ja, wie, wenn man eine Organisation, die sich eine IT-Sicherheitsabteilung leisten kann, muss und kann sich auch eine Datenschutzabteilung leisten. So, und jetzt, was heißt jetzt Management? Setzt Ziele und Zwecke fürs Management, organisiert, koordiniert Aktivitäten, entscheidet und macht das Ganze auch messbar, kontrolliert den Erfolg. Also man will einen Key Performance Indicator, man will wissen, welche Performance das Datenschutzmanagement auch hinlegt. So, natürlich haben Große das. Ich kann die Organisationen nennen, die das haben. Natürlich KMUs nicht. So, und das ist aber ein Problem. Deswegen haben wir da auch mit Datenschutz nicht. Deswegen wuseln sich alle so durch. Aber ich glaube, das wird auf Dauer nicht die Lösung sein. Also welches Problem löst ein Managementsystem? Also es geht darum, also dauerhaft für Datenschutz zu sorgen. Ich will das jetzt nicht vorlesen, man kann das etwas genauer sagen. Und das heißt, man braucht dafür, und das ist ein ISO, ne? Man braucht dafür einen Deming-Zyklus, einen PDCA-Zyklus, Plan to Check Act, ja, dass man zu einer kontinuierlichen Prozessbetreuung auch der Datenschutzanforderungen kommt. Ich habe Ihnen das Bild am Anfang gezeigt. Ja, jetzt kann man auch sagen, hier ist das Soll-Ist-Modell. In der Mitte haben wir so ein bisschen Referenz- und Realschutzmaßnahmen. Datenschutzmanagement heißt, dass man den Ist-Zustand macht. Und Datenschutzmanagement-System ist, dass man darauf jetzt dieses Datenschutzmanagement, dieses Plan-to-Check-Act, darauf setzt, um zu kontinuierlichen Prozessen zu kommen, dass man weiß, was man dort tut. Ich bin ziemlich an meinem Ende. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt aufgefordert werde, Schluss zu machen. Okay. Wenn man, Stefan, das sage ich jetzt dir, wenn man diese Rollen in seiner Organisation nicht hat, hat man keinen Datenschutz. Das heißt, ein Datenschutzbeauftragter, ja, Datenschutzabteilung, Datenschutzreferat, Datenschutzbüro für Assistenz und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutzreferent als Juristin, Datenschutzbevollmächtigte, Datenschutzkoordinatoren, Datenschutzadministratoren, Datenschutzauditor, Datenschutzmitarbeiter, Projektleiter, Leiterin für Datenschutzfolgenabschätzung. Und daran, das ist für mich der Datenschutzfolgenabschätzungsmitglied, Teammitglied.
dann sehe ich sofort, wenn ich mir diese Rollenbeschreibung angucke, den Geschäftsverteilungsplan angucke, ob es diese Rollenbeschreibung gibt. Sowas sehe ich sozusagen den Reifegrad der Befassung mit dem Datenschutz. Und du hast recht, das findet man draußen in der Regel noch nicht, an den Unis ja. Also das Datenschutzbüro für Assistenz und Öffentlichkeitsarbeit war das erste, was ich an der Uni gefunden hatte, weil die haben zwar eine Datenschutzbeauftragte mit einem kleinen Team, 2-3 Leute für 25.000 Mitglieder an der CU hier zum Beispiel, und dann haben sich an den einzelnen Fakultäten Datenschutzkoordinatoren ausgebildet. Die haben dann ihr Interesse der Forschungsfreiheit, das ist auch ein hohes Gut, sowas wo die in Fakultätsinteressen gemacht. Das sind aber keine Datenschutzbeauftragten. Aber die versuchen sozusagen, den Connect rein zur Datenschutzbeauftragten zu halten, aber auch die Forschungsinteressen durchzusetzen. Und Forschungsinteressen heißt, man forscht manchmal, ohne den Zweck genau zu kennen. Und das ist natürlich aus Datenschutzsicht nicht ganz unproblematisch. Eine Datenschutzfolgenabschätzung macht man für eine Verarbeitung und das Datenschutzmanagement macht man für die gesamte Organisation. Das ist die Message dieser Folie. Hier ist noch einmal die Folie, dass man hier einmal die Infrastruktur hat für Verarbeitung, die man ausgesourcet hat am Rechenzentrum, und dass man hier oben, das sind die einzelnen Verarbeitungen der verschiedenen Abteilungen. Dann ist hier Marketing und das Personal und dann haben wir hier Forschung und Entwicklung und hier keine Ahnung, was wir hier haben. Kontexte. Ja, ich sage Ihnen noch ein kleines bisschen, was BSI-Grundschutz dazu sagt. Und der Text, das, was die Grundschutzleute gesagt haben zum SDM, das ist sehr interessant. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir haben Konflikt. Nicht aber in den strategischen Köpfen des BSI. Die BSI-Auditoren haben oftmals keinen Schimmer. Also die, in ihrer Meinung nach, machen sie auch Datenschutz. Aber das BSI selber ist natürlich, tickt natürlich ganz anders. Und was Sie hier gesagt haben, ist absolut richtig. Es gliedert die betrachtete Verarbeitung in drei Komponenten, Daten, Assistenz und Dienste und sowie Prozesse und so weiter. Das ist sehr gut. Was aber noch besser ist, ist, was für Risiken für Organisationen bestehen, wenn sie sich nicht an Datenschutz halten. Und die Institution hat die Institution hat gegenüber der Informationssicherheit erweiterten Schutzzielkatalog des Datenschutzes nicht berücksichtigt. Wie Sie wissen, die IT-Sicherheit hat Schutz der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. Und wir haben ja noch drei weitere Schutzziele, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole, doch wiederhole ich doch. Die Nichtverkettbarkeit als Trennungsaspekt, die Intervenierbarkeit, dass ein System geändert werden können muss, gesichert, und die Transparenz, dass es prüfbar ist. Das kommt dazu. Die Institution hat bei der Schutzbedarfsermittlung nicht zwischen den Risiken für die Umsetzung der Grundrechte der Betroffenen und der Risiken für die Institution unterschieden. Das heißt, und das machen Organisationen, die machen Schutzbedarf für die Organisation, nicht aber für die betroffenen Personen. Das heißt Kategorienfehler. Sagt das BSI, achtet darauf. Die Schutzperspektive sind Personen, nicht Institutionen. Die Institution hat zwar die beiden Schutzinteressen unterschieden, sehr gut, aber die Funktion der Verarbeitung der Schutzmaßnahmen zugunsten der Institution und zu Ungunsten betroffener Personen gestaltet. Und das ist das Normalste, und das ist das, was ich draußen dauernd antreffe. Ja, das werden Risiken immer aus der Unternehmensperspektive formuliert, nicht aus der Perspektive der Kunden. Das kann man den Unternehmen auch nicht vorwerfen. Aber als Datenschutzbeauftragter muss ich denen sagen, euer Risikomodell ist falsch, und muss dann kämpfen. Spätestens da hat man Konflikte. Zu eitel will ich jetzt nichts sagen. Ich will auch nichts mehr zu SDM-Tools sagen, weil die Zeit vorgeschritten ist. Ich habe zwar noch ungefähr 8 Minuten. Es gibt, nur ganz grob die Message, es gibt jetzt SDM-Tools, die einem bei der Modellierung von Geschäftsprozessen und Verfahren helfen. Es gibt da zum Teil auch sehr schlechte. Hier ist das Plädoyer, auf was man achten sollte, wenn man so ein SDM-Tool einkauft. Was will man haben als Output, was will man als Modellierung haben? Darauf will ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Essentials des SDM, meine vorletzte Folie. Zweck des Datenschutzes ist Konditionierung der Machtasymmetrie zwischen Organisation und Person. Organisationen sind immer stärker, die können sich eine Justizabteilung halten, ja, und können alles platt machen. Gegenstand des Datenschutzes ist die personenbezogene Verarbeitung. Sind nicht personenbezogene Daten, sondern die Verarbeitung ist der Gegenstand. Die werden gestaltet. Und da habe ich Ihnen gezeigt, die DSGVO verlangt von Ihnen, 14 Subprozesse zu unterscheiden. Das SDM sagt, für triviale Prozesse reichen 4. Darauf haben sich immerhin die Datenschutzaufsichtsbehörden geeinigt. Wir haben also eine schöne Komplexitätsreduktion, die angemessen ist. Artikel 5 enthält alle Grundsätze, nach denen jetzt die Schutzmaßnahmen zu gestalten sind. Die Komponenten eines Datenschutzmodells sind die Verarbeitungsvorgänge, die Komponenten Daten, IT-Systeme und Prozesse, die Grundsätze werden als Gewährleistungsziele reformuliert, und dann ist man sehr nah an dem, wie auch die IT-Sicherheit tickt. Und alles zusammen wird integriert über diesen SDM-Schutzwürfel, den ich Ihnen am Anfang gezeigt hatte. Das heißt, im Würfel wird alles deutlich. Das heißt, man kann sehr schnell innerhalb eines Vormittags mit einem ganzen Team den Würfel ranbeamen und jede Verarbeitungstätigkeit komplett durchdeklinieren. Und meine Erfahrung, ich mache das jetzt seit einem halben Jahr, trainiere ich das nicht einmal die Woche, aber einmal im Monat würde ich sagen, trainiere ich das mit unterschiedlichen Projektgruppen, um solche Sachen durchzuspielen. Und am Anfang ist der Widerstand da. Nach einiger Zeit wird gesehen, wie unglaublich wertvoll das ist, dass man selber erkennen kann, was grün ist, was nicht grün ist.
Also es nützt ja nichts, die Augen zuzumachen. Die Vorstände wollen es ja wissen. Es gibt ein schönes Buch zum Standard-Datensatz-Modell, das ich geschrieben habe, kostet 60 Euro. So, da stehen auch die ganzen Hintergründe dazu drin. Das ist meine Kontaktadresse. Ich habe sogar meine Privatadresse angegeben. Aber nun ja. Bitteschön. So Pech gehabt. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie mir auf Mastodon folgen. Dann geht alles schneller. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.